Wow. Hallo und willkommen zurück zu Crysis 2. Ich muss leider zugeben, die letzte Aufnahme ist schon eine Weile her. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo wir stehen geblieben sind, aber nach dem, was ich hier gerade höre und sehe, würde ich sagen, ich bin mehr oder minder geragequittet, weil ich hier ziemlich gestorben bin. An genau diesem Mistvieh, was mich da jetzt gerade umtritt. Genau dieses Vieh. Gucken wir doch mal, was geht. Dreh dich um. Dreh dich um. Ja, komm schon. Ich glaube fast, das hat mich gesehen. Wir versuchen es, glaube ich, sichtbar zu machen, aber das weiß ich ganz genau, wo wir sind. Weg damit. Oh oh. Los, dreh mir den Rücken zu. Hör auf, mich immer dumm anzugucken. Lass mir gefälligst den Rücken zudrehen. Bringt mir nichts zu sein, die Seite zu schützen, glaube ich, oder? Oh doch, das meinst du. TNT am Fuß bringt bei den Viechern am meisten, aber leider habe ich gerade keinen zum Start. Wieso sage ich immer TNT? Ich meine C4. Ja, genau. War klar, dass das Vieh ausgerechnet in dem Moment wieder einen scheiß blöden EMP-Puls los lässt, ist sofort sichtbar. Schrote bringt uns jetzt nicht zwingend weiter. Da ist ein schweres MG, was ich gerne mitnehmen würde, aber mit dem könnten wir vielleicht auch was reißen. Merken wir uns mal für gleich, da ist ein Generator. Jetzt müssen wir wieder Energie tanken. Weiter. Geht's uns den Rücken zu gerade? Natürlich nicht. Wäre ja zu einfach, wenn es das tun würde. Ich habe gerade erst angefangen und merke irgendwie bei den Fiehschirmen, wie ich keinen Bock mehr habe. Das ist echt schlimm. Ich erinnere mich so halb ans letzte Mal, dass wir hier, glaube ich, 5 oder 6 Mal verreckt sind, als wir die Waffen gekriegt haben. Aber egal. Irgendwie werden wir schon klein kriegen. Da weiß ich nur, wie lange das Ganze dauert. Da haben wir doch wieder ein wunderschönes Ziel. Yes. Nicht. Oh, da ist aber was Schönes. Das können wir auch mal gebrauchen. Out of view. Ich glaube, irgendwie das wird das Spiel jetzt wenig. Oh, jetzt haben sie uns selber gesprengt. Das war natürlich sehr clever. Das war jetzt natürlich unglaublich clever. Ich bin vollkommen leid, das war nicht geplant. Ja, ja, haben wir nicht noch irgendwo C4? Natürlich nicht mehr. Schnappen wir uns jetzt erstmal hier das tolle MG. Her damit, her damit, her damit. Gib's her. Reiß es aus der Wand. Wo ist das Vieh? Ich sehe gerade nirgendwo einen Koloss. Sind wir jetzt so oft gestorben, dass das Vieh einfach verschwunden ist, oder hat sich das Spiel gerade aufgehängt? Oh, ich höre da was. Ich höre da was. Autsch, autsch. Ich glaube, es ist gerade gespawnt. Es ist gerade hinter uns. Ja! Gespawnt. Ich mach Panzermodus an, falls wir nochmal geschlagen werden, weil das war jetzt gerade schon sehr kritisch. Oh. Der schießt durch die Wand, das ist doch voll unfair. Und die Waffe können wir mal wegschmeißen, bringt uns nichts mehr. Ist leer geballert. 2 Kugeln retten uns jetzt, glaube ich, nicht unbedingt den Hintern. Haben wir hier noch irgendwo was Schönes, Großes, womit man auf der Vieh schießen könnte? Oder am besten noch C4? Ich glaube nicht. Ich suche hier gerade irgendwie nach Panzerfäusten oder sowas in der Richtung, aber ich glaube, sowas haben wir hier gar nicht. Aua! Muni ist schon mal sehr gut.
C4. Sehr geil. Ich habe Kontakt. Wir haben ihm erstmal ein paar Raketen ins Gesicht. Aber natürlich. Das ist doch jetzt ein Witz. Tarnfeld aktiviert. Tot. Genauso gehört sich das. Da sein. Wo ist das Vieh? Ist wieder nicht da. Ich weiß nicht, warum es nicht da ist, aber ich will es, glaube ich, auch gar nicht wissen. Reiß es aus der Wand. Her damit. Lauf, 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 lauf. Da ist es. Verdammt. Na, tritt uns an die Wand. Da gehören wir hin. Erster Schuss sitzt schon mal. Sehr gut. Was? Haben wir gerade eine weggeworfen? Unbenutzt? Oh. Wir haben Dosen gefunden. Damit werden wir uns retten. Stirb! Ich dachte erst, dass wir Munition. Sie sah erst so aus, aber ist es anscheinend nicht. Aua. Noch mehr Kaffeebecher. Zwei leergeballerte liegen hier schon. Wir haben doch erst einmal geschossen. Dreh dich wieder um, du Mistvieh. Aha, jetzt haben wir doch noch einen Schuss. Sehr gut. Dann war das wohl gerade wieder mal ein Bug. Wow. Du nicht, mein Lieber. Autsch. Moment mal. Na los, mach's nochmal. Mach das nochmal. Los. Nicht auf mich zukommen. Du sollst nochmal da oben die Klappe aufmachen. Wieder reinschießen. Oh. Ja, das hat ja super funktioniert. Hätte ich mir denken können. Alpha Kompanie, Stellungen halten! Wir brauchen 20 Minuten zur Evakuierung! Erledigt diesen Teil, Kolonne! Kriege ich eine! Ich glaube, so schnell wie möglich die Positionen hier zu wechseln. Noch haben wir hier, glaube ich, nicht viel, was uns angreift. Das nehmen wir schon mal. Sehr geil. Mit dem Swarmer können wir schon mal ein bisschen was reißen. Oh, ja, jetzt kommt er da wieder rein. Kennen wir ja schon. Geht auch prompt das Licht aus. Komm nur, komm nur. Wir schnappen uns jetzt hier erstmal. Hoffentlich werden wir nicht sofort gesehen. Hier unten das C4. Unsichtbar machen. Den Swarmer schmeißen wir mal erstmal weg. Und kommen wir gleich. C4 ist immer gut. Wollen wir wieder nehmen? Haut ab! Wir haben hier einen Toten! Das muss mir nicht vereinigt werden bleiben. Ah, natürlich hat er mich sofort gesehen, der Scheißkerl. Nein. Just no. Wo ist der Dicke? Das kann doch nicht, der trifft uns einmal und wir sind tot. Ich will nichts dagegen machen. Stellungen halten! Wir brauchen 20 Minuten zur Evakuierung! Erledigt diesen Teil voll los! Scheiße, das hat die schon. Also mit dem Swarmer können wir wohl doch nicht so viel reißen. Der macht zwar auch schönen Schaden wie ein kleinen Viecher, aber das große Vieh juckt sich daran einfach mal überhaupt nicht, dieser komische Panzer. Das ist dem vollkommen egal. Hier sonst noch was rum? Was haben wir denn hier noch? Ein lustig leuchtenden Waffenkoffer. Aber nicht viel, was wir jetzt gerade brauchen können. Wir brauchen, glaube ich, noch irgendeine Rekombination. Ja. Sogar voll. Sehr gut. Erstmal müssen die kleinen Mistviecher wegtreten, eine Sekunde. Das muss jetzt als erstes machen. Jetzt geht's aufs Eingemachte, jetzt geht's. Oh, nicht ohne Energie.
Wasserkühler benutzen? Oh, wie toll. Das ist das, was wir brauchen. Alter, geh weg. Bleib stehen. Bitte? Warum ist es nicht explodiert? Jetzt aber. Vielleicht sollten wir dem Viech mal wie mit dem C4 auch auf die Füße schießen. Das wäre vielleicht gar keine so dumme Idee. Ach, das gibt's doch nicht. Hat's uns jetzt getreten, das Vieh, oder was? Das ist doch wohl ein Witz. Alpha Kompanie, Stellungen halten! Wir brauchen 20 Minuten zur Evakuierung. Erledigt die Scheißmolotten! Was ist das? Was auch immer uns jetzt gerade angeschossen hat. Wahrscheinlich die kleinen Helferlein von dem großen Vieh. Kann er wohl nicht vorsehen. Los, nimm das. Das auch. Kann doch nicht. Wie sieht uns das Vieh denn? Wir sind unsichtbar. Noch mehr C4. Sehr gut. Ah, das ist doch ein Witz. Sind wir jetzt gerade sichtbar geworden und ich hab's nur nicht gemerkt, oder was sollte der Kram jetzt? Wir waren auch unsichtbar, verdammt. Wieso werden wir auch immer von dem Vieh selbst dann getötet, wenn wir nicht sichtbar sind? Das ist doch nicht wahr, sowas. Lauf, 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 lauf. Na los, aufheben, weiter, 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 weiter. Haben wir noch mehr liegen? Noch ein Wasserspender, den benutzen wir nochmal. Was auch immer uns das bringt, das ist einfach nur witzig. Ich hab's jetzt mal einmal angelockt, vielleicht bringt's ja was. Wow, ja, es bringt was. Ein Schuss in unsere Richtung. Das kann aber nicht. Alter? Ich glaub's dir wohl, ey. Verschwinde. Viel Damage das Vieh macht, ist ja unglaublich. Gerade sind die mit zwei Schüssen gestorben. Wahrscheinlich haben wir da genau den Mietspot getroffen, so wie jetzt gerade. Ich hatte gerade einfach nur mal wieder absolut kein Aim. Nachladen. Ich muss gleich nochmal. Oh oh. Geh weg, Mist. Na klar. Lautloser EMP und wir waren ohne Energie. Jetzt kommt erst der EMP. Energie haben wir trotzdem keine. Was ist los? Los, tanken. Hopp, hopp, hopp. Ich glaube, das ist nicht an dem Fuß kleben geblieben, sondern das ist uns einfach um die Ohren geflogen. Das gibt's doch nicht! Was macht das Vieh? Null Energie, jedes Mal! Das kann doch nicht wahr sein! Wieder geone-hitted von dem Scheißvieh, ey, das gibt's doch nicht! Ich kann direkt hier unten rum, vielleicht links was. Ich hänge an irgendetwas fest. Ich habe keine Ahnung an was. Ich werde mich auch nicht da hinten nochmal hinbegeben und mich umdrehen, gleich wenn ich tot bin. Ich laufe dann einfach weiter, weil ich werde garantiert gleich wieder sterben. Es würde mich doch sehr wundern, wenn das jetzt funktionieren würde. Weil der Plan an sich ja nicht schlecht ist, aber er wird wieder mal nicht funktionieren. So, was ist unser C4? Da ist es. Sichtbar. Wenn wir da reingehen, sind wir instant sichtbar. Das ist nicht gut. Damit pinkt es uns, glaube ich, an. Ja. Gut. Wo wir gerade stehen, wollte ich sagen.
Alter! Alter! Uncool, ich sehe nichts, es ist stockfinster. Das waren die Helferlein. Wo ist die Bande? Kann doch nicht wahr sein. Irgendwo müssen die hier doch rumlaufen. Das gibt's doch. Wo sind die? Jetzt geh ich gucken, wo sie sind. Kann doch nicht wahr sein. Da oben sehe ich was. Bringt jetzt erstmal der Dicke wieder rum wahrscheinlich. Keine Energie mehr. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Da ist der Dicke. Na los, lad schneller nach. Oh, guck mal an, was haben wir denn da schon? Sehr gut. Hab ich vorhin gar nicht gesehen oder zumindest nicht bewusst wahrgenommen. Und los, wo bist du? Jetzt haben wir schon wieder zwei weggebracht. Was soll das denn immer? Wieder keine Energie. Wieder keine Energie. Blödes Mistvieh. Hör auf, uns immer die Energie zu klauen. Wäre leider Verschwendung. Alter, das Vieh entzieht uns jegliche Energie. Ich kann nichts machen. Lass das. Keine Ahnung, ob es was bringt. Die schießen uns hier einfach die ganze Zeit auf die Füße. Jetzt werden wir von den kleinen Mistviechern geschnitzelt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt haben wir endlich, so wie es aussieht, den Weg gefunden, wie wir das Vieh kaputt kriegen und werden von so einem kleinen Mistvieh getreten. Wo ist die scheiß Panzerfaust? Hier nach immer einer. Weg. Ist jetzt auch nicht mehr da. Supi. Ihr beiden schon mal nicht mehr. Lauf, 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 lauf. Muss das Licht ausgehen? Komm schon. Enttäusch mich nicht. Mach das Licht aus. Da ist es aus. Sehr gut. Ja, ich will mich aber gerade nicht umsehen. Gib mir das scheiß C4. Ich will mich nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann das zu viel nicht aufheben. Ich weiß, was das bringt. Nö, ich kann das zu viel nicht aufheben. Es liegt zwar da, aber es ist nur zur Zierde. Auf die Füße! Kümmert euch mal um die Kleinen. Ich stelle mich mal hier um die Ecke. Und werfe mit. Oh oh. Wieder keine Energie. Da kommt mir mal meine ganze Energie zu entziehen. Scheiß Vieh. Das kann doch nicht wahr sein. Und wir hatten irgendwie auch noch einen Schuss auf der Panzerfaust. Das kann doch nicht angehen hier. Abgelenkt. Ups. Ich sollte die Waffe wechseln, da hinten kommt was auf mich zu. Ich hab da so aus dem Schatten raus ein Set gesehen, ja, genau da hinten. Kann ich jetzt das scheiß C4 hier mitnehmen? Nö, das ist buggy, Mann.
gerade gesagt, da hinten in der Ecke war das, glaube ich, laden noch Panzerfaust. Die holen wir jetzt erstmal. Sollte wieder die dafür nötige Energie haben. Von wo kam das? Von da oben. Scheiß Vieh, ey. Na los, ich brauche Energie, ich muss mich darüber schleichen. Bleiben Sie hier? Nein. Wo landen Sie? Ah, Hilfe! Ah, nicht schon wieder, ey. Da. Da haben wir zumindest schon mal Munition für die normale Knarre, können wir langsam auch mal gebrauchen. Wo wir so viel noch nicht verbraucht haben, ich bin gerade nicht erstaunt. Ah. Na endlich. Es wird auch Zeit, dass du mal wieder vorbeikommt, Jungs. Wow, nee. Schlechte Idee, wir gehen mal. Haben wir noch zu viel? Ja, aber. Hör auf mit dem Scheiß. Ich kann das scheiß CP nicht aufheben, das ist doch ätzend. Das hat viel, ich hab's doch gerade noch gesehen. Da oben steht es. Das weiß ich auch. Schnell weiter. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo diese scheiß Panzerfäuste standen. Ich hab sie doch gerade noch gesehen. Oh. Los, Energie. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal alle von den anderen Seth, von den kleinen Seth abgelenkt, soweit. Hoffe ich mal. Wie sind die? Nein. Ich geh mal darüber, vielleicht finden wir da drüben noch was, da waren wir nämlich noch gar nicht. Wir stecken uns mal hier in so einen komischen Laden. Dem natürlich nichts Sinnvolles liegt. Super. Papierrollen. Einfach nur super. Die brauchen wir dringend. Ah, sehr gut. Damit kann man noch arbeiten. Na komm, Panzern! Panzern! Puh! Da oben sind noch mehr Seth. Ich hab sie gesehen. Und wieder keine Energie. Weg, schnell weg. So, haben wir sonst noch irgendwo was rumfliegen, was wir gebrauchen können? Das sieht jetzt gerade nicht so super aus. Munition, super. Geldautomaten. Ja, wir kaufen uns einfach frei. Das ist doch die Idee. Wir nehmen hier so einen tollen Geldautomaten, holen uns alles ab, was wir kriegen können, oder brechen wir eben schnell auf. Wir können sowas hier. Und dann zahlen wir das hier einfach aus. Und dann lässt uns das in Ruhe. Das ist, glaube ich, die beste Idee, die ich bis jetzt hatte. Oder wir schmeißen mit einem Dixie-Klo nach ihm. Das wird vielleicht auch helfen.